Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Schicksalsklinge HD. Wir sind gerade alle auf Stufe 7 aufgestiegen und wollen jetzt den Rest von das Poter erledigen. Wir hatten das Haus der Tätowierer ja schon gemacht, gehen da aber nochmal rein, weil komischerweise ist die Sichel, die er hatte, damit er bessere Pflanzenkunde hat, und das Schwert verschwunden. Die zwei Gegenstände, die Orknase, die mag ich hier, waren nicht hier. Vielleicht verschwinden nur die Sachen, die hier drin waren, weil das ist weiter da. Verschwindet also nicht. Schauen wir mal. Eigentlich müssten... In einem Laden, der bis an die Decke mit Beutestücken aus aller Herren Länder gefüllt ist, lässt sich gerade eine stattliche Frau einen Anker auf den... Ja, das kennen wir eigentlich schon. Also machen wir mal ein bisschen wieder Hau drauf. Also wie es aussieht, können wir den nochmal machen. Ja, und ich würde sagen, wir warten hier ab. Sollen die doch abholen? Nee, das sind Fernkämpfer, ne? Ja, nee, das ist dann schlecht. Aber die kriegen wir auch schnell umgehauen, hier zwei Stück. Das ist ja easy, nicht so wie bei den Kneipen unten. Ja, nice. Ich habe bei allen die Attacke um einen Punkt erhöht. Jetzt treffen die auch wieder was besser. Hervorragend. Aber wenn ich nochmal neu anfangen sollte, würde ich die Punkte direkt am Anfang verteilen auf Attacke erstmal und später dann auf die Parade, kann man ja immer noch machen. Außer die Gegner fallen schnell. So, den ersten haben wir. Genug. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, da ist die Sichel, die verschwunden ist. Die habe ich nie im Leben verkauft. Das erkennt man ja genau, dass die das ist. Und das magische Kurzschwert. Das könnte sein, dass ich es versehentlich verkauft habe, aber es sollte eigentlich auch nicht der Fall sein. Vulkanglas, Dolch, Mengbila, Schriftrolle. Ja, weitere Dietriche. Haben wir zwar reichlich, aber nehmen wir trotzdem mal mit. Bronzeflasche, schönes Trinkhorn. Herr Odin will ein schönes Trinkhorn haben, genau. Angstgift, das ist natürlich mächtig. Genau wie Goldleim und Bandstaub. So, und oh, Moment, kann man noch hier hinter? Nein, da ist nichts mehr. Den Rest kann weg. Jetzt hat er auch wieder sein magisches Kurzschwert. Das legen wir mal da oben zu der Decke dabei. Proviant kann weg. Die Sichel kommt damit hin.
Das ist natürlich ein bisschen lästig hier mit denen, aber... An der Tür des Wachhauses lehnt gelangweilt eine bewaffnete Frau, die euch gleichgültig mustert, während ihr euch nähert. Woher? Wohin? Fragt sie, ohne dabei ihre Position zu verändern. Von da hinten bis ganz nach vorne, eure Stadt besichtigen, mein schönes Kind. Wir möchten nur ein wenig Proviant kaufen. Die Frau verändert kaum merklich ihre Haltung. Sie erinnert euch jetzt an einen Berglöwen, der sich seiner Beute so sicher ist, dass er es nicht nötig hat, Aufmerksamkeit zu zeigen. Also nochmal, woher, wohin? Für dich, nachdem du nicht so hell erscheinst, noch einmal ganz langsam, von hinten nach vorne. Die Frau wendet sich zur Tür und ruft: Jungs, kommt spielen! Tja, sind ja nur vier. Problem wieder, dass die hier unten hängen. Das ist wiederum wieder Punkt, Punkt, Punkt. So, der Müller, mach mal den Weg frei. Nein, nicht flüchten, einfach nur den Weg frei machen. Und jetzt durchklicken, bis die nach da oben kommen. Fulminictus! Fulminictus! Schnell... Oh, 20, nice. Ja, schnell downbringen, damit da wieder Platz wird für die Leute, damit die hier durch können. Keine Aktionspunkte mehr. So, die zwei da bleiben da unten. Dann würde ich sagen, rennen wir jetzt mal nach unten. Keine Pfeile mehr. Habe ich da noch irgendwas? Nee, Mist. Ja, dann wird er mal sein neues Schwert austesten. Da
Das ist nämlich ziemlich gut. 5 bis 10 Schaden wie ein normales Schwert, hat aber den Vorteil, dass die Attacke auf 2 ist. Kampfwerte, ja. 12 Attacke, 13 Parade, das ist nicht... Ah ne, 13, 11. Weil durch diese Fähigkeit natürlich und durch den Behinderung von der Rüstung. Dann gehen wir in den Nahkampf. Obwohl, nee, das ist eigentlich auch Blödsinn. Wenn der da rauskommen würde. Nicht genügend Aktionspunkte. Zaubern kann er auch nicht. Ja, renn du mal runter. Das ist besser. Wie kann die Nahima da nicht durch? Hängt da irgendwie fest? Die Diamella. Oh nein, die hängt irgendwo in der Wand. Noch schlimmer. So, dein Schwert kannst du da an dem testen. Kann die Diamella auch. Und doch, jetzt kann ich sie wieder auswählen. Kannst du ein Feld darüber gehen? Nee, kannst du nicht. Mist. Hängt da irgendwie fest. Komm, Atax, jetzt musst du ihn schnell down bringen. Oh, triff doch! Also. 15 Schaden, also wenn er trifft, dann mit Schmackes. Nochmal 15, also 30 schon weg. Zack. Und 17 nochmal. Uiuiuiui, Schuppenpanzer. Ja, wer hatte denn noch keinen Schuppenpanzer? Schöne Krötenhaut, die tauschen wir aus. Wie geben wir die denn zuerst? Säbel, Lederhelm, Kriegsbeile, normale Schwerter. Plattenzeug. Sehr gut. So, das soll es gewesen sein. Aber wir schauen gerade mal die Kettenhemden hier. Die würde ich sagen, tun wir weg. Und ziehen dafür den Schuppenpanzer an. Wegwerfen. Und das Plattenzeug gibt 2 Rüstungsschutz, macht aber Parade um 1 runter. Haben wir also auch einen Rüstungsschutz mehr dadurch. Ja, dann kann das hier auch weg. Dasselbe machen wir hier. Ja, er braucht unbedingt Pfeile. Hm.
Sicherheit sind die ordentlich gepanzert. Rüstungsschutz 12. Sind eigentlich so gut wie unbesiegbar. Und das wird sogar noch mehr. Wenn du noch einen Mantel anhast, ist man auf 13. Und man kann später nochmal in den Beinen hier Plattenschutz reinsetzen. Das geht aber erst im zweiten Teil. Ist aber schon dargestellt, dass es geht. So, jetzt muss ich mal gucken, da hoch oder da lang. Nehmen wir erstmal diese Etage. Haus von Wache. Noch ein Wachhaus. Haus von Vendarsen. Speichern wir hier mal. Wer war Vendarsen? Da ist bestimmt irgendwas vorgesehen. Komm rein, Jore, töte es euch entgegen. Seit wann klopfst du, Elende? Ah, ihr seid ja gar nicht Jore. Ja, wir können direkt gegen den umnocken. Bringt aber nichts. Aber ich meine ich jedenfalls. Warten wir mal ab, bis der hier runtergerannt kommt. Das ist ja eine einzelne Person. So, da ist er ja. Da ging ja flott. Gucken wir uns mal hier was um. Ey, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Hier noch so ein Grabstein, so ein großer. In den Rücken. Zack. Die hat keine Astralenergie mehr. Hast keine. Ja, kommst auch mal weg. Und die Nahkämpfer müssen das deichseln. Ja, die Sicht ist nicht gut. Irgendwie anders. So vielleicht. Da das nicht mehr viele Häuser sind, werde ich jetzt nicht irgendwie woanders hinreisen, nur wegen ein paar Pfeilen für ihn. Und falls da irgendwie mehr Gegner sind, muss er halt mit dem Schwert kämpfen. Tja, der hat auch nichts Wichtiges bei sich. Einfach nur ein Entermesser und ein Netz. Tja, lässt sich Gegenstände da lassen. Einfaches Haus ist es jetzt. Hier ist noch eine Wache. Vor dem Eingang einer Höhle, der durch eine massive Tür verschlossen ist, stehen zwei sehr aufmerksame Wachen, die euch schon von Weitem bemerken. Als ihr noch etwa 20 Schritt entfernt seid, ruft die eine Wache. Keinen Schritt weiter! Wer seid ihr? Und was habt ihr hier verloren? Ist hier irgendwo der Schatz versteckt? Glaubst du vielleicht, das binden wir jedem dahergelaufenen Alrik auf die Nase? Du Pferdegesicht schimpfst mich einen Bauern, abgesehen davon, dass so ein ehrenwerter Beruf Salz und Erde und so. Pferdegesicht? Das wirst du bereuen, verlass dich drauf! Mich nennt niemand ungestraft ein Pferdegesicht. Auf sie, mit Gebrüll! Tja, vier Gegner, davon ein Fernkämpfer. Wo sind wir? Ah, da. Ja, das sieht doch ganz gut aus, die Stelle. Schön viel Platz. Ja, machen wir so und dann sollen sie ruhig näher kommen. Thanos könnte nochmal einen Fulminictus machen. Was? Ah, okay.
Fulminictus. Zack. Ah, immerhin. Da flieht schon einer. So, und der Rest rennt mal runter zu dem, würde ich sagen. Wo ist denn der Zwerg hingerannt? Auch runter. Ja, ein Schild. Vielleicht für Thanos, obwohl, ne. Bolzen. Ich könnte ihnen Armbrust und Bolzen geben, solange, bis wir wieder. Ja, das mache ich, genau. Armbrust und Bolzen gebe ich ihm. Kein Platz dafür. Mist. Dann geben wir die erstmal hier. Bis wir wieder an Pfeile kommen. Wieso keinen Platz für die Bolzen gehabt? Zehn und 20 Bolzen. So. Haus von Betrunkener waren wir noch nicht. Haus von Captain gehen wir nicht nochmal rein. Dann kriegen wir zweimal diese magische Hocknase. Das wollen wir nicht. Spiel speichern. So, und am nächsten Take sollten wir das dann fertig haben. Bis demnächst, euer Chojin.